Blumen über Blumen. Was ist hier denn los? Oder besser gesagt, was führt Moderatorin Laura von Tocher im Schilde? Ganz vergnügt schmunzelt sie in die Kamera und sieht dabei, wie gewohnt, fabelhaft aus. Der Grill, den Hensler-Star, ist in Düsseldorf zu Gast, denn dort wird das neue Miss Dior-Parfüm vorgestellt. Während sich Stars wie Gianna Ina Zarella oder die Spencer-Schwestern Amelia und Eliza, die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana, passend zur Dekoration in buntfloralen Looks zeigen, entscheidet sich die gebürtige Bremerin für edles Weiß. Unschuldslamm? Pustekuchen. Ihre langen Beine kommen unter dem raffinierten Blazerkleid hervor, das sich perfekt an ihre wunderschöne Silhouette schmiegt. Dazu kombiniert sie helle, zart-rosé schimmernde Pumps. Für die 32-Jährige ein bewusst gewählter Look, denn auch bei ihrer standesamtlichen Hochzeit mit Bochum-Kicker Simon Zoller im Jahr 2016 trägt sie damals Weiß und Dior. Ein Gefühl, in das sie sich offenbar nochmal hineinversetzen möchte und somit wieder in einem weißen Kleid von Dior erscheint. Was für ein Wow-Auftritt! Da fehlt ja eigentlich nur noch Ehemann Simon daneben.